Ja, aber da habe ich zwei Stücke, die haben wieder eine Form. Ja, aber ich will die Form auch weg haben. Ich möchte ihnen nur etwas haben, wo ich mich dran stoße. Ja? Dann zerlege ich es wieder. Zerlege, zerlege. Und dann werde ich Atomphysiker. Dann komme ich schließlich an beim Kleinsten, was nur noch Materie ist und nicht zerlegbar ist. Und dann kommt Rutherford und sagt, das, es kann auch noch zerlegt werden. Da gibt es einen Kern und da gibt es, so wie im Planetensystem, Elektronen, die herumgehen. Oh, sagt man, das Atom ist gar nicht Atom. Es ist das Teilchen und der Kern. Gut, dann schaue ich das an. Dann erkenne ich das wieder. Immer verschwindet es. Und dann auf einmal merke ich, dass es das gar nicht gibt, sondern dass es sich auflöst, dass es auf einmal wie das Licht wird, das Licht begreifbar. Die Materie geht verloren, aber immer ist noch was da, aber was ich nicht greifen kann. Ja? Und was ist denn zuerst? Ja, und jetzt sagt man, zuerst ist nur das, was ich nicht begreifen kann. Und wenn ich es begreife, dann mache ich ein Modell. Ist das etwas Getrenntes? Das, was zuerst ist? Ja, also was zuerst ist, ist nicht getrennt. Sondern dieses Licht ist auch nicht getrennt. Ich kann nicht sagen, ist Licht da und da hängt nicht zusammen. Nein, ich weiß überhaupt nicht, wo die Grenzen sind. Ja? Ich meine, ein Wassertropfen, verstehe ich. Wenn ein Wassertropfen ins Wasser fällt, deshalb, wo ist der Wassertropfen? Ach so, das ganze Meer ist ein Netzwerk von Wassertropfen. Nee, ist es nicht. Wenn es ins Wasser fällt, ist es Wasser. Und keiner kann sagen, hier hört der Tropfen aus und hier fängt er an. Nicht? Genau auf diese Weise verschwindet es. Der Wassertropfen existiert nicht. Er ist begreifbar. Im Wasser kann ich ihn nicht mehr greifen. Dann gibt es nur das Meer und das ist nicht begreifbar. Also das neue Weltbild wäre mehr wie das Meer und das alte Weltbild die einzelnen Tröpfchen. Ja, oder man könnte auch sagen, weil das Tröpfchen gibt es gar nicht. Nur also, wenn ein großer Wind ist und das Wasser in die Luft wirft, dann sieht man die Tröpfchen. Aber wenn das Meer so ein bisschen in den Wind kommt, dann gibt es Wellen. Und die Wellen, die haben dann Schaumkronen. Und dann sagen wir, aha, die Schaumkronen, die sind doch getrennt voneinander. Vom Flugzeug aus sagt man, das Meer ist eine Fläche mit einem Haufen weißen Dingern, die aber irgendwie zusammenhängen. Dann machen sie eine Theorie des Schaumkronen. Und da muss eine Wechselwirkung sein. Es ist keine Wechselwirkung, das sind einfach nur die Schaumkronen, die auf der Welt sind. Aber die hängen miteinander zusammen. Das ist ein Wahrnehmungsproblem. Ja, aber wenn man so sagt, nicht genau hinguckt, sieht es getrennt aus. Wenn man genau hinguckt, dann verschwindet es. Ja. Und das ist die große Überraschung, weil wir brauchen unser Leben, brauchen die Materie, die man greifen kann, weil wir auch handeln wollen. Wir sagen, wir können die Welt verändern, wir wollen sie manipulieren und wenn ich nichts zum Greifen habe, kann ich nicht manipulieren. Deshalb machen wir eine Welt, die manipulierbar ist. Und sagen wir, als Menschen sind die Einzigen, die das können. Und die Tiere, die machen das nicht, die sind immer noch so, die wissen gar nicht, dass sie eigentlich Individuen sind und unabhängig sind. Aber wir sind unabhängig, nicht? Der Mensch ist unantastbar, er ist eher verschiedbar. Wenn wir jetzt uns miteinander unterhalten, dann sieht man schon, wenn wir ganz getrennt werden voneinander, wüsste keiner von dem anderen. Na ja, ja, klar. Der Schall geht hinterher und das Licht geht hinterher. Na ja, also gut, also mit dem sind wir verbunden. Reicht es aus, dass wir ein Gespräch führen können? Nee. Ich meine, wenn ich jetzt einfach so rede, dann müssen wir erstmal meine Sprache verstehen und ich irre, dann nehmen wir etwas an, was wir in dem anderen entdecken, was wir gemeinsam haben. Wir können uns nur verständigen, wenn wir wissen, wir sind irgendwie verbunden miteinander durch unsere Kultur, durch unsere Sprache und so fort. Ja. Also da ist was im Hintergrund, was da nicht mit Schein zu tun hat. Jetzt haben Sie am Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen, Physik zu studieren. Und Sie waren damals 16 Jahre alt und fertig mit allem und mit allem, wie Sie schreiben. Also Physik zu studieren war für Sie eine Abwendung vom Menschen, von der Welt, hin zu objektiv überprüfbaren Fakten. Ja, ich meine, ich war enttäuscht. Als junger Mensch ist man opferbereit. Man ist bereit, auch sein Leben für etwas einzusetzen, was einen selbst belastet und so fort. Aber man fühlt sich eigentlich gut, wenn man etwas bringt für die Allgemeinheit. Das heißt, wir sind so veranlagt, dass wir nicht eigentlich nur uns selber meinen,
sondern wenn ich helfen kann in einer Gruppe, dann finde ich das ein gutes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das allgemein gilt. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, wir waren 6 Kinder. Nicht? Und da hat es mit dazugehört, dass jeder eine andere Aufgabe hat und er das machen konnte, was die anderen Geschwister nicht machen konnten. Und wenn man zusammengearbeitet hat, konnte man alles machen. Und meine Mutter hat immer gesagt, 6 Kinder sind eigentlich nicht genug für einen Erwachsenen. Ich möchte eigentlich mehr haben. Wir haben immer 18 Kinder zu Hause gehabt. Es ist nicht darauf angekommen, die Mühe ist dieselbe. Und wir haben miteinander eigentlich gearbeitet, den anderen getraut, auf den anderen zugegangen. Und ich sag, du, ich muss dieses machen, das soll ich machen, ich habe keine Zeit. Kannst du das machen, dann fliege ich dein Fahrrad und so fort. Und so haben wir das gemacht. Ja. Und wieso waren Sie enttäuscht von den Menschen? Ich war enttäuscht. Ich bin in den Krieg reingekommen. Ja. Und ich bin auch im Krieg. Haben noch eine Panzerfaust gehabt. Ich sollte die Tanks abschicken, die da nach Deutschland hereinkam. Wir wurden da als Kanonenfutter noch, ja, noch reingenommen. Und dann bricht alles zusammen. Wir haben diese ganzen Bombengeschichten da miterlebt. Meine besten Freunde sind alle getötet worden. Ich selbst bin verschüttet